Servus, mein Name ist Thomas. Heute gibt's Knödel-Käsebällchen. Dazu nehmen wir einen Knödelteig vom Burgis, ungefähr eine halbe Packung, und geben die in unsere Schüssel. Wir würzen den Knödelteig mit ein wenig Oregano, geben noch eine Prise Salz dazu. Wunderbar. Und der Clou ist, dass wir den Knödelteig mit ein bisschen Käse füllen. Ich nehme dazu Cheddar-Käse. Dann nehmt ihr von dem Knödelteig wirklich immer nur ein kleines Stück, macht eine schöne Kugel draus, einmal platt drücken, dann kommt der Käse dazu. Schließen wir die Sache, einmal schön rollen und fertig ist unser erster Käseknödel. Bei kleiner Hitze die Bällchen jetzt für circa 10 bis 15 Minuten knusprig grillen. Unsere Knödel sind auf dem Grill. Jetzt kümmern wir uns um die Beilage bzw. um die Tomatensalsa. Ein super schnelles und einfaches Gericht, eine perfekte Vorspeise. Und ihr braucht dazu wirklich nur ganz wenig Zutaten. Knödelteig vom Burgis, Cheddar-Käse, und der Sommer kann beginnen. Viel Spaß beim Nachkochen.